schüchtern und so sagten seine Freunde ganz schüchtern, Elgo, wo dein Pass ist, wissen wir auch nicht, aber mach doch nicht so ein ängstliches Gesicht. Da er sich nicht ausweisen konnte, galt er als Terrorist, weshalb er eine fensterlose Zelle gesperrt war. Er schmiedete einen Plan und ließ in der Zelle einen fahren. Nachdem er diesen liebevollen Duft erbracht, kamen die Wärter und schöpften Verdacht, dass es ein Anschlag war von unserem Herrn Papa. Nachdem Roux erwähnte, dass es für alle Beteiligten nicht gut ist, wenn der Boden vollgeschissen ist und Männer in Tourniquetten gerissen. Sie führten den armen Roux auf das heiß ersehnte Klo. Ein Fenster in der Kabine er sah und da wurde ihm klar, da er ohnehin in Lebensgefahr schwebte, er seinen schlanken Körper über die Schüssel hebte und durch das Fenster kletterte, so er seine Freiheit rettete. Er beschloss, den Weg zum Flughafenchef zu wählen, um ihm seine Geschichte zu erzählen. Der Chef war anders als er sich vorgestellt, ein netter Schweizer Mann, der dem Roux seine Geschichte sehr gut nachvollziehen kann. So schenkte er ihm den nächsten Flug nach Europa, der Schweizer Oper. Und so war der Roux mit ein paar Umwegen in Arzbach zurück, zwar komplett fertig, aber voller Glück. Ein paar Tage später, der Roux die Wahrheit sah, der Perso in seinem Wimmel war. Also, liebe Freunde, Alkoholkonsum sollte vermieden werden, so müsst ihr auch keine Panik schieben. Doch der Roux, der Spezialist, auch nicht der Roux, nicht der Hellste. Doch der Roux, der Spezialist, auch nüchtern, ob nicht der Hellste. Leute, seid ja nicht spitze. Meine Familie. Noch schlimmer. So drückte ihm die Blase in der omanischen Wüstenoase. Nun er auf die Toilette eilte, die man uns kurz zuvor noch zeigte. Nachdem er das Geschäft vollbracht, kam er zurück in voller Pracht. So als wäre nichts geschehen, sollte der Urlaub entspannt weitergehen. Doch was geschah dort auf dem Klo, das erzählte er zunächst keinem der Kleine. Erst einige Tage später in der Nacht, er einfach unaufhaltsam lacht. Was denn so lustig sei, hatten wir gefragt. Und erst dann er die Geschichte uns gesagt. Der Roux im besagten Klo gemütlich in die Pinkelrinne uriniert, als ihm der Schrei von drei Scheichs die Stimmung ruiniert. Da hat er nachgedacht. Er wusste gar nicht, was er falsch gemacht hat. Er war empört, dass die den stören. Man kann ja nicht einfach so mit dem Pinkeln aufhören. Als er sein Geschäft vollbracht, da fuhr er ganz aufgebracht. Denn dort, wo er sich erleichtert hatte, liegt normalerweise eine Gebetsmatte. Jetzt wusste er vor Leid Bescheid, dass er pisste in eine Moschee. Ja, mei, das ist auch nicht so schön. Durch die Geschichte wurde es augenscheinlich mit unserem Papa ist sehr oft peinlich. Doch nicht nur wegen deiner Geschichten wollen wir auf dich nicht mehr verzichten. Für uns und alle Gäste bist du einfach der Allerbeste. Bravo! Danke alles, danke sagen, danke, dass wir dich haben. Ja.